Verdammt. Das Hähnchen. Oh Gott. Wir räumen um. Hier, nee, kann, das Tier. Sag mal, kannst du mal diese Spieße, die auf dem Tisch sind, wegnehmen? Irgendwas. Ist egal. Die Spieße hier neben dem Tee-Ding. Bei mir wäre der Kleine immer permanent voll. Echt? C. Ja, nee, dann, nee, irgendwas, ich krieg den Tisch hier nicht platziert. Dann muss der andere Tisch doch weg. Moment, wir sind noch nicht fertig. Wir wollten noch einen Kaugummi-Automat platzieren. Ich krieg das Hütchen nicht hier hoch, ey. Scheiße. Ich kann den Tisch überhaupt nicht platzieren. Wieso kann ich den Tisch denn nicht platzieren? Hello there. Egal wo ich hinlaufe, da ist hier so überall Platz. Wieso kann ich den Tisch nicht? Ja, sicher! Also, was wir jetzt abgeändert haben, wir haben dieses Kleingetränke-Ding Null. Rausgeschmissen, dafür das mittlere. Ja, ich bin noch gemutet gewesen. Ich hab's vergessen. So. Und wir haben einen Kaugummi-Automaten dahin gepackt und die Pflanze umgestellt. Danke für den Tipp. Ich beende mal unsere Ostersaison, oder? Ja. Aber es ist doch noch nicht mal richtig Ostern. Ja, Ostern ist immer zu meinem Geburtstag. Darum ist das immer erst bei mir, ist es im Kopf immer erst so, wenn ich Geburtstag hatte, ist dann Ostern. Also ich warte nur darauf, dass ihr die Weihnachtssachen schon wieder... Nein, hör auf, oh Gott. Wieso ist das Teeling leer? Die Dinger gehen nicht. Ich glaube, das wird nur über Nacht aufgefüllt. Achso, okay. Obwohl, ja gut, was okay, das sollte aber eigentlich, also das Kaugummi-Ding sollte mehr Einkommen bringen, das mittlere Ding sollte definitiv mehr bringen als das kleine. Also ich denke mal, das wird uns boosten. Also mag sein, dass das Große so, vielleicht nicht, da? Ja, nicht ausverkauft sein. Ist, aber wir müssten ja trotzdem mehr Getränke verkaufen. Weil halt bis zum letzten Kunden dann noch was drin ist. Selbst so, wenn am Ende dann nur zwei Stück drin bleiben oder so, das wäre ja auch egal. So, ich leg schon mal die... Wenn's Stream eh brauchen oder so. Ja. Also... Burger würde ich morgen sagen, 3 Stück. Ich würde dann die Brötchen. Hast du jetzt auch ein großes Tablett gemacht? Ja, die gehen nicht auf dem Kleinen. Auf dem Kleinen fallen die immer runter. Das geht nicht, das funktioniert nicht mit dem Kleinen. Okay, dann packe ich die Kleinen mal hier. Die Kleinen können wir irgendwo zur Seite tun erstmal. Ja, ich packe die mal in den Unterwind. Wir nehmen ja eh den oberen Ofen, oder? Ja, können wir den oberen Ofen nehmen. Kann man den Ofen nicht später auch auf den Schrank draufstellen? Vielleicht. Stört mich so ein bisschen, dass die Tür in den Boden backt. Das kann ja nicht. Oder ist die, nee, warte mal, dann ist der zu hoch. Oh, egal. Okay, also morgen gibt's Suppe, Kekse, Hamburger und... Das mache ich aber erst morgen früh, ne? Das Zeug. Ja. Das machen wir jetzt frisch. Döner, also Döner, oder? Döner mit Pommes oder wie oder was? Oder Kebab oder... Ja, okay. Machen wir dann morgen früh. So, ich hau jetzt den Teig nochmal mit hier rein. Wir können dann auch mal gucken, dass wir vielleicht... Hallo? Kann ich mal bitte ganz kurz absetzen, danke. Dass wir vielleicht die 2 Kühlschränke dann über den Jordan schmeißen und so einen großen noch mitholen. Großen Kühlschrank noch? Na, noch so einen hier, das ist angenehmer. Wollen wir erstmal drüben gucken? Wegen dem Laden? Mal kaufen und gucken, wie er aussieht? So... Ich würde mal sagen, wir sollten schon welchen Kühlschrank wie einen haben Hund wir jetzt? So langsam den ganz großen, 4500. Welchen? 4500 kostet der. Das ist der größte, glaube ich, dagegen. Sind ja mittlerweile Peanuts, also. Oh, wow, ey, betreiben sollten wir auch nicht. Wir wollen erstmal gucken, wie er aussieht, also, der Laden. Also die aber irgendwie haben die uns beschissen. Wieso?
Ja, weil. Ach, Restaurant muss geschlossen sein. Können wir zumachen, das Restaurant? Ist zu. Ist zu. Wir haben geschlossen. Dann müssen wir wahrscheinlich den Tag skippen und das früh machen. Was? Oder einfach das nur Ding kaufen. Tür zu oder so, also geschlossen ist es. Na, warte mal, wir beenden mal ist den das Tag. Denn über, ist das denn überhaupt schon drin in der. Ja, sollte. Chicken Wings? Gelevelt? Cool. Alter, wie viel haben wir gemacht? 19.000, geil. Ach, fast 30 Gerichte verkauft. Holy shit. Das war ein guter Tag. Was ist denn mit der Hühnersuppe? Die können wir dann auch als Zweitsuppe mit. Wir kriegen später noch bessere Suppen. Ja, ich hatte gedacht, ob wir dann, wenn so. Die Tomatensuppe hochgelevelt ist, gehen wir jetzt erstmal hier hinter gucken. Dann, Hühnersuppe stattdessen machen. Können wir. Oder gehen wir auch erstmal dann mehr auf Einnahmen? Warte, bevor du hier... Oh. Abgedrückt. Hoppala, sorry. Ich wollte gerade fragen, wenn wir jetzt dieses Gebiet markieren, wer von uns pinkelt dran? Ich garantiert nicht. Inni oder ich? Was ist das hier? Kochtopf, oh. Dönermesser. Alles wird eingelagert. Okay, dann ist das jetzt hier automatisch... Jo, da drüben ist alles weg, das ist jetzt unser Laden. Alles klar, wir ziehen um. Was? Cool. Okay. Wie ja, bauen wir müssen alles hier rüber schleppen. Nur nochmal mehr Licht. Nee, lass uns das dann. Bleiben wir jetzt hier. Wir haben ja noch. Ich dachte, man kann das parallel weiterführen. Ist ja nichts mehr. Wir haben ja 26.000. Oh, wie schön das ist. Guckt euch das doch mal an. Wie geil. Wir machen erstmal nur Innenraum, oder? Würde ich sagen. Ja. Hier hinten sind die Toiletten, ne? Wenn wir draußen machen, dann brauchen wir Bedienung. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erstmal nur. Weil das ist ja creepy, immer, da gehe ich nicht rein. Längere Wege zu laufen für. Teller und so. Okay, ich leg... Licht hier anmachen. Ich, ich hab doch schon angemacht. Du hast ausgemacht. Hier ist bei mir dunkel. Bei mir ist auch dunkel. Ich sehe nichts. Warte mal. Okay. Online-Shop. Inventar. Ich baue erstmal unsere Theke wieder auf, ne? Oh, schön, ein richtiger Biergarten, ey. Warte mal, also ich würde sagen, die kommen hier rein. Nee, und dann siehst hast du... was? Ich? Nee, ich guck grad... wo sind ah, da sind unsere Lampen, warte mal. Jetzt ist bei mir hell. Oh, ja. Ich habe jetzt erstmal hier provisorisch eine in die Mitte gepackt. Weil die andere funktioniert irgendwie nicht. Haben wir da noch eine von irgendwie? Ja, da sind noch eine Menge von da. Neun Stück haben wir noch. Ist ja hier wie im Dungeon, ey, ist doch dieses, ne? Ich setz erstmal die. Aber ich kann. Board. Achso. Ich setze erstmal nur die Sachen hier, das war die Teile. N. Kann man denn wenden? Ach du Scheiße, das sind. Moment. Wo? Aber, vielleicht sollten wir erstmal Geld für Inventar ausgeben, bevor wir. Ich meine, ist nicht hübsch hier, aber. Ja, warte erstmal ganz ruhig. Wir haben unser Inventar, haben wir. Ja, das kriegen wir. Also ja, die... aber wenn wir noch mehr brauchen. Ja, ja, warte, lass das mal einrichten, ja, ja. Ganz ruhig, so. Aber ich... Inventar machen und dann gucken, irgendwann oder... Nehmen wir erstmal noch das alte und tu das dann später erstmal dann umbauen, ja, oder? Ja. Okay. Ja. Wo ist denn jetzt... Also der Boden ist immerhin nicht dreckig. Ich sehe zwar nicht wirklich viel, aber ich glaube... okay, wartet. Ich guck mir mal den Außenbereich an. Ist die Tür schon wieder zu? Verdammt! Was? Kann mir mal einer die Tür aufmachen? Ich will hier Licht reinmachen. Ach, dort ist echt dunkel drin. Da sehe ich auch nichts drin. Danke. Ich habe voll die schöne Idee, wie wir das hier machen. Könnte man hier, wie damals in Rollercoaster Tycoon, die Kundschaft fangen, sodass sie nicht mehr rauskommt und immer wieder das bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Das bringt ja aber hier nichts. Ja, wenn sie nicht gehen können, dann müssen sie immer weiter Kaugummis kaufen oder so. Nee. Ja, aber dann stellen wir hier alles voll mit Kaugummi-Automaten. Warte mal. Mach du mal die Einrichtung. Also ich würde... Ich mach Einrichtung. Warte mal, wir haben 9 Lampen. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass wir hier irgendwie so eine lange Bedientheke machen und hier hinten irgendwie kochen wir und hier... Wo die Fenster sind, ich hab eine Idee. Ja, warte mal, ich hab eine Idee. Wo kommt die Bedienung hin? Warte mal.
So, wo sind denn jetzt die Kühlschränke? Die Frage ist, sind jetzt noch die ganzen Zutaten drin, ja, oder nicht? Das, ja, das sollten. Ja, ja, sind drin. Das scheiße, sind wenn drin. Alles. Indy, du musst mal weggehen, bitte. Ja, warte. Da haben wir irgendwie. Haben wir irgendwie Lampen oder so eingelagert? Das kann ja keiner mehr angucken. Ja, ich bin gerade dabei. Kauf doch die Lampen. Leuchte erstmal unseren Arbeitsbereich aus. Ich nehme mal an, dass der da ist, wenn Tani da anfängt. Guck mal, du kommst hier rein, ne? Dann kannst du hier, also, guckst du hier schon mal schön noch, die Auslagen. Und davon würde ich jetzt auch einen zweiten kaufen. Dass wir hier wegkommen von dem. Wo ist denn hier ein zweiter Kühlschrank? Hier. Komische Lampe. Boah, scheiße, also wenn wir das hier als Ausfällt, dann brauchen wir aber auch Leute, die hier mitbedienen. Ja, natürlich, ist ja, das kommt, das machen wir ja auch. Also hier können wir jetzt gerne auch Leute ein paar einstellen, die das hier ein bisschen mitmachen. Dekorieren und so, das müssen wir ja auch noch machen. Kann ich das? Ich würde das gerne drehen, bitte. Ah, wenden, okay, es geht, cool. Dann haben wir hier, okay. Hier haben wir dann, es ist ein bisschen, ja, ich sehe es auch. Was ist das denn? Ich sehe es auch. Indy, siehst du das auch? Moment, ich bin gerade mit den Lampen dran. Achso, ja. Was ist das denn? Alter? Das packe ich dahin, damit wir da darauf zugreifen können, ne? Ist das hier ein Antigravitationsladen oder was? Aber der Wasserhahn, der ging bei mir schon immer nach oben. Okay. Ja. Boah, das wird aber eine Riesenküche hier. Natürlich, damit man endlich mal richtig Platz hat. Das fuckt mich so ab, dass wir die ganze Zeit... Eine Frage. Ja, frag ruhig dann. Soll man hier Durchgang lassen? Das kommt ja hier, der Durchgang. Nee, aber hier auch. Warum? Dort gerade nicht halt, damit man dort... Ja, aber dann kannst du doch hier, dann bist du auch schneller an den Dings dran. Musst du nicht immer außen rumlaufen. Ich dachte halt, wenn die Leute reinkommen, kurze dass die gleich hier ihre... Dann tun wir einfach eins weiter alles rübersetzen. Dann haben wir hier einen Durchgang. Dann können wir ummachen, das ist auch nicht so das... Dann warte mal. Also muss ja nicht breit sein, nur so, dass du... Nö, ist ja richtig so, warte. Ich switch die einfach, dann passt das schon. So. Zack. Brauchst du irgendwie ein... Soll ich dir... Ob unser Logo noch da ist. Und dann was ist das denn hier? Hier ist ja voll viel Müll vorm Laden. Und da könnte man hier zum Beispiel auf die Theke, wenn du hier reinkommst, hier, halt direkt irgendwie was Schönes Deko-mäßiges hinsetzen, dass wir die Ecke hier so ein bisschen für Deko nutzen. Ja. Der muss nicht so breit sein, der Durchgang. Ich kann mich mal hier hinstellen. Ja, warte mal. Nee, ich würde da sogar noch ein bisschen was hinmachen, dass der nicht mehr so breit wird. Guck mal, wir hätten hier noch so Flänzlein und so, dass wir hier nochmal so irgendwie hier so, ne, so ein bisschen... So was zum Beispiel, dass wir hier noch so... Das jetzt nicht, aber vielleicht finden wir da schön was. Kannst du das bitte nicht einrasten, danke. Ich glaube, unser Schild hat er nicht gespeichert. Oder ist das noch da? Das ist... Du kannst ja mal gucken, Indy, dass du hier irgendwie was für Deko und so findest. So ein bisschen. Ja, ich mach erstmal das Licht fertig. Nee. Lampen. Ich mach auch mal ein neues Schild, was jetzt noch nicht so viel kostet. Hat er das alles weggemacht? Also Schild ist weg. Wo ist denn der? Nein, der Hase passt da irgendwie nicht hin. Ich lage den mal wieder ein. Ich kümmere mich erstmal um die Küche und überlasse euch das hier draußen so ein bisschen. Wenn es das, dann ist das die... Ich würde dann auch irgendwann mal so ein größeres. Ach, das hier oben ist das. Ach du Scheiße, das ist das Schild, okay. Ich dachte, das hier unten wäre das Schild. Nicht sowas. So, die Fritteuse, das würde ich alles hier ranstellen. Was ist denn das für ein Rüssel da in der Ecke? Ein Letter. Ach, wo ist das? Achso, hier. Ja, Schrift. Du kannst so andere Schriftarten wählen und die Größe verändern von der Schrift. Okay, das haben wir da. Hä? Wie hießen wir denn? Also ich hatte Bits, Blub, Indy,
Sunny, dann so ein Apostroph S und dann Kebab. Aber lass dir ruhig was anderes einfallen. So zwei alten Kühlschränke packe ich auch erstmal mit. Aber war ein großes Schild, aber. Ne, mach du kannst die Schrift auch verkleinern. Ich hätte die Schrift ja an dich angepasst, an deine Vorgabe und nur den Dönerfritzen da. Umgesetzt. Es gibt aber auch keine richtigen Pflanzen, so richtig ja. Irgendwie. Warte mal. Das triggert mich aber ein bisschen. Kann ich da jetzt auch mit drauf gucken? Wie ich das gemacht hatte. Wo ist denn das? Okay. Wie ich die Schrift verkleinere? Du hast ja, so, du was? Hast ja unter dem Schild hast du die so. Ach, so schön, Symbole. Ey. So schön groß ja, alles und jetzt. Das, auch. Ich glaube, das dritte müsste vergrößern sein. Okay. Ah, ja. Da kannst du dann mit kannst du alles anpassen, glaube ich. Okay, ja, okay, danke. Wo war ich denn? Wie so ein Dönerspiel. Guck mal, so richtig schön, dass wir so richtig Platz haben für alles. Auch ist das angenehm. Das ist. Für die Spießchen könnte ich das hier so an die Fenster hier so, könnte man das schön hinmachen. Muss aber mittig sein, damit das. Ja, guck mal, die Fenster noch öffnen könnte. Was repräsentiert uns denn? Was haben wir also? Klar, wir zocken alle gerne. So, keine Ahnung. Irgendwas, was uns alle so ein bisschen verbindet. Ich meinte jetzt, verbindet. Ja, was ist bisher essenstechnisch? Ach so. Also wir sind ja schon so ein Edel. Haben wir bis jetzt ja noch nicht, ne? So, wir sind eher so Edelrestaurant. Ne? Wir versuchen, gute Qualität zu liefern. Also schon. Nee, jetzt hat er das andere wegge... Ach komm, ey. Alter. Ja. Die sind... Nicht Kebaba, Alter. Kebaba. Ah, oh, schön. Das ging ja auch. Alibabas Kebabhaus. Na, das ist ja nicht wir. Das passt ja nicht. Ja, du bist Alibaba. Was? Das wüsste ich aber. Was haben wir denn hier noch? Hä? Achso, dann muss ich wieder aus dem Modus raus. Hast du den Backofen schon platziert? Ja, ist alles schon ready. Hier haben wir dann den Müll. Das kannst du ja alles mal rausräumen, wenn du magst. Ich habe auch hier bei der Spüle, wobei das, ja, die Spüle ist schon eigentlich ganz gut, oder? Ist die Spüle... Ist das Messer? Spüle? Ist die gut dort oder könntet die auch auf die andere Seite? Wir könnten die auch hier rüber räumen, ja, ne? Ja. Wollen wir die an die Wand räumen oder wollen wir die hier lassen? Nee. Macht der das denn okay. Immer so riesig? Dann lassen wir die dort. Lass die ruhig hier, dass du, wenn du an den Tischen die Teller abgeräumt hast, ja. Dann kannst du hier rangehen, kannst du da reinschmeißen. Ja. Ich meine, das alles aufwerten, dass es hier schöner und besser aussieht, das kommt ja später. Das machen wir später. Jedes Mal, wenn ich das neu schreibe, zieht der die Schrift weiter auseinander. Das macht einen ja wahnsinnig. Was hast du jetzt gerade? Was war alles gut, Indy? Ja, ich hab gesagt, ich muss die ganze Zeit hier hin und her rennen, um die Sachen einzuräumen. Bing. Ich hab was gekauft. Ich hab einfach mal was gekauft. Ich kann einfach den ganzen Trödeldöt hier mitnehmen. Trödeldöt? So, dann haben wir nämlich jetzt hier erstmal. Mal gesehen. Kuchenblech. Okay. Das mit den Getränkeautomaten und Co., das überlasse ich euch. Ja. Ach so, ein Kuchenblech haben wir, da hattest du die Dings drauf, ne? Ja, da habe ich schon die Brötchen drauf.
Okay. Mayonnaise. Schade, dass man immer wieder erst ins Menü gehen muss, dass man einfach eine Taste drücken kann und das sich das so behält. Hier ist ja dann die Tür, da würde ich das hier mal so ein bisschen offen lassen. Ja, was ist das? Ach, das ist die Kohle. Kohle. Gold ist da. Ach, Topf. Topf mit Wasser. Da. Was kommt denn hier so? Tränke. Okay, ich habe noch mal so ein bisschen unsere Dings hier eingerichtet. Könnten auch noch, warte mal, haben wir hier vielleicht einen schöneren Boden irgendwie? Ich würde in der Küche so ein bisschen pflastern. Ui. Ja, das fände ich ganz gut, wenn der wieder abgetrennt ist, der Bereich. Ob ja, ja, ja. Ich habe mir gerade was. So. Also Getränkeautomat kann, glaube ich, irgendwo stehen. Oh Gott, Alter! Ui, hier sieht's ja gleich ganz anders aus, ey. Das schockiert immer, weil diese Summe da weggeht, wo dein Cursor gerade ist. Jetzt mal, ich schmeiß hier mit dem Hilfs um mich. Da muss doch noch irgendwas gehen hier bei dem. Automat. So. Oh, das ist aber teuer hier alles, ey. Eieieiei. Ja, schon ein bisschen, ne? So, ne? Damit, wenn sie gehen, können die Kinder quengeln und bekommen noch ein Kaugummi. Ihr macht das schon. Außenbereich kommt dann später. Achso, Schild habt ihr schon gemacht. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden mit dem Schild. Ja, alles gut, dann bauen wir nochmal um, ne? Das ist aber teuer, ey. Ja, ich lasse das erstmal so. Also, es ist erstmal ein kleines Schild, aber es geht noch viel, viel größer. Ja, lasst uns erstmal wieder ein bisschen Geld machen und danach könnt ihr ja hier, ne? Danach können wir ja weitermachen. Ich würde nämlich auch gerne noch mal hier einiges. Ich habe hier ein paar Ideen, wie wir die Wände und so noch machen. Das kommt aber später. Ja, so habe ich mir das jetzt gedacht, so Pi mal Daumen. Die Küche so ein bisschen. Den Boden können wir gerne noch mal ändern. Ich habe mir gerade versucht, noch irgendwas zu überlegen, aber irgendwie finde ich das nicht so geil, jetzt wo ich das sehe. Ja. Aber prinzipiell. Okay. Warte mal, Indy. Da ist es ja, ja was, wo die Gäste rankommen sollen. Nee, die gehen da gar nicht dran. Die nehmen sich das so. Ja, aber rein logisch kommen da ja die Gäste ran. Da würde ich das schon irgendwie nochmal zur Küche hin, wenigstens hier nochmal so einen Abtrenner ziehen. Ja, dass das nicht, ne? Naja, warte mal, ich guck mal eben. Aber das muss jetzt nicht so stehen, dass die da wirklich hinlaufen können, weil die. Nee, das ist ja okay. Ich will nur nochmal. Spawnen sich das, dann können wir es besser irgendwo. Ich kann es auch hier links hinstellen. Nehmen die. Ne, warte mal. Nimm mal, kannst du kurz das mit den Tees wegnehmen, bloß? Ja. Dann würde ich nämlich hier bloß noch mal kurz. Also Schränke kannst du ruhig auffüllen, glaube ich, ne? Ja, das will ich mal kurz machen. Noch, was sind das? 1, 2, 3, 4 Schränke. Ja, das will ich halt gerade mal machen. Ein Eckschrank und dann 1, 2. Ich versuche das aber im Grid zu halten. Weil du musst halt dann eine Lücke hier lassen. Ja, ja, ja. Ich versuche das nur halt im Grid zu halten. Ja, zwei Eckschränke brauchen, oder? Kannst du es wegnehmen?
Ach so. Ich hab's warte die mal. Ganze Zeit in der Hand gehabt. So, warte mal, ich guck, dass ich hier. So. Dann kommst du hier. Das passt auch mit dem Boden ziemlich gut. Warte mal. Ja, deswegen, ich wollte das halt so richtig schön anpassen jetzt, damit das so ein bisschen. Hier würde ich jetzt offen lassen, das war upper. warte mal. Sekunde. Na. Warte mal. Ach so, da lässt du offen. Ah, okay. Ja, genau. Dann können wir hier. Hättest du da nicht ein. Nee. Warte. Warte, Dani, willst du das nicht andersrum machen? Warte. Ja, warte. Nee, hier wollte ich die lassen. Und dann auf der anderen Seite an der Wand. Sekunde. Ich will das jetzt. Ich will das nur halt, dass es gleichmäßig. Was hältst du davon, wenn du hier neben. Warte mal. Klein Sekunde. Und dann noch einen Eckschrank machst. So. Warte, ich mal ganz kurz hier probieren. So, das wäre das so hier. Und dann hätten wir hier noch einen Durchgang und hier einen Durchgang. Jetzt wohl noch überall kleine Fächer, wo wir was reinpacken können. Zur Not. Ja. Aber wir haben die Küche richtig schön abgegrenzt damit, denke ich. Ja. Ich weiß, ja, das sieht, ich glaub, so, das reicht, aber hier kannst du ruhig zumachen, oder? Wieso? Ja, wir könnten. Warte mal, dann können wir hier. Ja, warte, dann mache ich das hier. Hau ich das hier rüber? Da haben wir hier so eine. Ich glaube, das reicht. Also das ist vom Laufen her ganz gut. Ich hoffe, dass die NPCs dann aber später durchkommen. Und da hinten kommst du durch zu den Gerichten. Wir müssen halt unsere KIs dann bedenken irgendwann, ne? Ja. Wird lustig. Was ist denn das? Verkaufstheke aus Metall. Wie Verkaufstheke aus Metall? Ach so, das sind die Theke. Ah, okay. Oh, hier, den Grill hätte ich gerne 20.000. Oh, der wäre schon schmackhaft. Den Elektrogrill, ja. Das den ganz unten. Den ganz unten, ja. Den Außenbereich machen wir aber später, oder? Also ja. Wir haben was machen wir? Außenbereich? Nee, Außenbereich machen wir später. Lass uns erstmal wieder einnehmen jetzt. Elektrogrill gibt's nicht, oder? Nee. Ich hab mal geguckt. Warte mal. Wo ist denn jetzt das, was ich die ganze Zeit hatte? Achso, und der Kaugummi, der ist hier vor. Achso, ja. Okay. Ja, wenn die Leute rausgehen, können sie ihren Kindern direkt noch Kaugummi kaufen. Schön das Geld aus der Tasche ziehen. Finde ich gut. Oh, warte mal. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Hä? Das war ich. Ich guck nur gerade. Der Kaugummi-Automat hat auch so Füße vor dem. Was? Füße? Ja. Waren die da auch? Okay. Oder müssen die. Ich denke, Pi mal Daumen können wir. Das muss halt so sein, dass die sich da vorstellen können. Ja, weil ich sehe gerade, die sind an den Tellern sind die grün und hier sind sie rot. Also irgendwas passt da so. Ja, vielleicht falsch rum oder? Nee. Vielleicht zu eng an der Wand. Jetzt ist grün. Ja, theoretisch. So kann ich die nicht schneiden. Oh, weil das ein Dönermesser ist. Ach so, lol. Dönermesser kommt hier hin. Warum kann ich das nicht schneiden? Wenn wir so einen edlen Tisch bekommen. Ich bereite schon mal so ein bisschen was vor. Suppe und so. Hä? Ich meine, theoretisch könnten wir jetzt auch sagen, wir hauen ein bisschen auf die Kacke und holen uns für 5.000 dieses Smoothie-Ding für noch mehr passives Einkommen. Oder wollen wir erst mal warten, sich jetzt aber. Lass erst mal warten, oder? Guck's. Kann mal einer in den Baumodus gehen und sich deinen Kaugummi-Automaten angucken? Jedes Mal, wenn ich den platziert hab, der ist hier. Blub. Ja, ich hab ihn schon in der Hand. Also, weil wenn ich den platziere, ist grün und wenn ich dann nochmal ins Baumenü gehe, ist rot. Oh fuck. Wenn du jetzt einmal rausgehst und wieder rein. Ich kann auch irgendwie nicht. Wie viel habe ich noch drin im Topf? Also ja, gerade steht der bei mir. Aber der ist auch rot. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, ich weiß, was du meinst, aber. Aber
Ich habe den ja vorhin auch hier in der Mitte, war auch rot. Also das scheint irgendwie, vielleicht ist das nur ein Bug. Ich nehme jetzt schon mal hier den neuen Kühlschrank. Guck mal, da haben wir schon schön drei mal Tomatensuppe drin. Dann kommen auch die Kekse darüber. Dass wir das richtig schön alles präsentieren. Müssen wir testen mit dem Ding. Ja. Dass wir hier den einen Kühlschrank so als Vorrat-Ding... Da sind 10 Kaugummis drin. Hallo? 10 Kaugummis sind ja nicht viel. Ja. Okay. Okay. Also was mich so ein bisschen triggert, so der kleinere Kühlschrank, ne, der mittlere für 4000, der hat ein Fach zum Ablegen mehr. Speisekarte. Also die Kekse können wir machen. Das zählt ja astlos, wenn wir es öffnen, ne? Ja. Okay. Was soll man als viertes Gericht machen? Also wir machen die Tomatensuppe. Wo ist jetzt die Tomatensuppe hin? Hier ist Tomato Soup. Genau. Ich habe schon mal die Speisekarte gemacht. Ich würde kurz noch gucken wegen den Gerichten an sich, dass ich die jetzt gemacht bekomme. So, Hamburger, Mehl. Achso, ich habe ja die vorbereitet. Wo ist denn das? Ist das noch hier drin? Ach ne, jetzt habe ich im Kühlschrank. Ha. Haben wir denn mal hier noch ein Blech? Danke. Haben wir Pommes heute? Ja. Beim Hamburger ist Pommes dabei. Soll ich erstmal nur zwei machen oder soll ich gleich drei Brötchen backen? Ich backe erstmal nur zwei, oder? Also ich sag mal so, die Schlange ist ganz schön lang, ne? Ich glaube, die Schlange bildet sich auch erst, wenn die Menükarte steht. Die Speisekarte gemacht worden ist. Weil da war auch die ganze Zeit leer. Ja, habe ich gerade beobachtet. Gerade als Tani angefangen hat, sind die ersten Leute aufgeploppt. Okay, dann mache ich gleich drei Brötchen ready, oder? Dann packe ich schon mal drei Brötchen auf. Wir können ja was im Ofen dann noch kurz aufwärmen. Ist ja nicht das Problem. Grill brauchen wir auch, ne? Ja, kannst du kurz auffüllen? Das wäre super. Fritteuse brauchen wir auch. Ich nehme schon mal das Ding hier raus. Brauchen noch Burger Patties. Shit, das muss ich kurz gucken. 1, 2, 3. Ribeye-Scheibe, Salz, Pfeffer. Rührschüssel, warte mal, ich muss mal kurz gucken. War das hier Hackfleisch? Die Leute stehen. Haben wir denn noch eine Schüssel? Hier ist das Mehl drin. Ich kann noch eine Schüssel kaufen. Ich hatte noch irgendwo eine. Nee, hier ist ein Topf mit, hier ist ein Topf mit Wasser drin. Töpfe habe ich. Den 8. Ich fülle die Töpfe direkt immer mit. Ich bräuchte noch eine Schüssel, ja, das wäre toll. Ich muss noch eine für das Hackfleisch machen. Ach, meine Brille macht gerade irgendwie nicht mit. Also wenn sich an jedem Tisch nur eine Person dran setzt, haben wir nur 9 Sitzplätze und da stehen jetzt 8. Kann es sein, dass das auch irgendwie mit beeinflusst? Weiß ich nicht. Du könntest ja noch ein paar, du könntest ja gucken, ob du noch ein bisschen umbasteln, dass du noch ein, zwei Tische setzen kannst. So, was hältst du denn davon, wenn du hier diese eine Geschichte aus den Einzeltischen Doppeltische machst? Ich finde, das sieht auch eigentlich ganz nett aus. Ich lass die mal ganz noch im Ofen, dass die warm bleiben. Oder vielleicht hier sogar ein Dreiertisch irgendwie. Indy, hast du einen Topf, da, eine Schale dabei, Schüssel? Ja, ich habe 2 Stück gekauft. Ich brauche eine. Gib mir mal eine. Achso, du hast eine, okay. Kann ich die haben oder brauchst du die? Nee. Okay. Zwiebelscheiben. Ribeye-Scheibe. Okay, Fleischwolf. Achso, ein was fehlt noch. Gott, das Wichtigste haben wir doch vergessen. Wir haben das Wichtigste. Kann es sein, dass du noch Hähnchenflügel brauchst? Ja. Ah, das passt nicht. Was? So. Also, kommt die Queen? Oh, das passt so gar nicht. Das haben wir gratis bekommen. Okay, ja, das heißt aber nicht, dass man es benutzen muss. Das ist alles so ein bisschen kitschig. Das ist so ein richtiger Schnöseltisch, oder nicht? Total. Aber haut das ja, hin bei uns? Ja, weg, ist ja gut. Ich sag's ja nur. Ist ganz ungewohnt, das jetzt alles früh vorzubereiten, aber das triggert meinen Kopf irgendwie ein bisschen.
So, Pfeffer. 2-3 Gramm Pfeffer. Salz 1-2-3 Salz. Okay. Hamburger Patties. Noch besser. Okay. So, den Außenbereich sperre ich gerade mal hier. Stellst du ein Ei davor? Moment. Stehen jetzt mehr Leute? Das sind immer noch genau dieselben. Da kommen wir noch mit der Zeit dann, Leute. Nein, da steht. Ah, da steht ein Feld. Ah, das ist das Trigger, richtig? Da steht ein Feld falsch. Okay. Ich bereite das gleich auf zwei vor. Pommes bräuchten wir ja dann auch zweimal wegen den Burgern. Dann würde ich schon mal. Alter! Ach nee, wegen den Hähnchen brauchen wir das ja auch noch. Ich habe jetzt hier zweimal die Patties, schon die erstmal ganz kurz kalt legen, die Patties. Okay, kurz kalt legen, die Patties. Die brauche ich dann gleich. Ein Brot haben wir da unten noch. Okay. Oh, Mensch, das braucht jetzt Vorbereitung. Hey. Die Chicken Wings brauche ich noch. Da habe ich aber noch die Panade, die habe ich noch. Haben wir denn noch Wings? Ja, wir haben noch Wings. Wings waren noch da, ja, habe ich gerade geguckt. Wir brauchen immer zwei pro Teller. Ich bereite zwei Teller und Wings vor. Ich glaube, 8 oder 9 ist das Maximum. Ich glaube, mehr warten erstmal nicht. Jetzt steht das Ding hier. Ja, was ich wollte. Gucken, ob ich das nicht hier. Kann das nicht hier oben mit aufs Regal? Das haben wir. Hier. Zwiebeln brauchen wir dann noch, ne? Ah, ne, siehst du ja noch nicht. Oh, ja. Also, wenn du irgendwie irgendwo drauf willst, brauchst du zwei Schränke mit Schubladen. Dann, So, hier sind die beiden, Gourmet-Auszeichnungen, ja. Können wir eigentlich auch schon was reinlegen in die. Den Rest können wir theoretisch. Achso, die Kekse liegen schon da. Okay, ja, gut. Dann kann ich hier schon mal. Ja, dann kann ich hier schon mal. War das jetzt Knoblauch oder war das Zwiebel? Warte, jetzt muss ich kurz nachgucken. Nee, jetzt ist das Rezept gerade versau. Nee, Zwiebeln. Wir machen ein Patty, mache ich erstmal, ja? Oh Gott. Ja, das sieht jetzt ja nicht so geil aus hier, die Dinge. Die leuchten auch gar nicht, oder? Ich hätte die auch als erstes platziert, weil ich gedacht habe, schnell irgendwie Licht machen. Halt. Okay, die Suppe kann auch schon mal raus. Stell ich kurz hier hin. Boah, ist das alles teuer, ey. Suppe. Ich bin anwesend. Hier? Ja, okay. Mein Teller. Boah, ich muss kurz erstmal umdenken, alles hier. Oh Gott. I don't like it. Hier, das kann auch raus. Chicken Wings. Das sind die Wings. Chicken Wings, ne? Yep. Ja. Das sind die Wings. Uah. Okay.